Wir sind hier im Atelier de Futur vor Mobiliar. Mit 76 Jugendlichen führen wir ein Sommerlager durch. Das ist das erste Mal, dass das Mobiliar das macht. Es ist ein Gesellschaftsengagement. Und wir hatten eine super Woche mit den Kids, wo es darum ging, dass sie lernen, wie sie die Zukunft in die eigenen Hände nehmen. Sie sind unsere aller Zukunft. Und wir sind gespannt, wie das weitergeht. Ich habe heute aus meinen alten Hosen die Handyhülle gemacht. Also ich habe auch schon darüber nachgedacht, entweder ein Schiff zu bauen, das spezielle Filter drin hat für den Plastik, wo man mit dem Schiff über den Ozean fahren kann und so den Plastik rausfiltern. Also ich bin einerseits gut Bienenhäuser bauen, weil auch etwas Gutes für die Umwelt, auch wegen den Wildbienen, die eigentlich vom Aussterben bedroht sind. Und hat eben mit dem Mimisco rappen, weil mich das ziemlich interessant gemacht hat. Ich habe unglaublich coole junge Leute kennengelernt, die Bock haben, mit mir Rap-Workshops zu machen. Sie haben schon die ganze Woche hier verbracht, haben mega viele Eindrücke können sammeln von was sie denken über die Welt, wie man sie könnte verändern könnte. Und es ist mir wirklich das Herz aufgegangen, wie extrem dass sie mitgemacht haben und wie sie auch nachher wirklich versucht haben, das gut zu präsentieren und einfach so alles gegeben haben. Es war lustig, sie hatten ganz viel Spass, aber sie haben auf jeden Fall auch sehr viele wichtige Sachen gelernt. Also Themen wie Nachhaltigkeit oder auch Digitalisierung und Konsum. Das sind alles Sachen, die sehr wichtig für unsere Zukunft sind und ja, aber auch für die Jugendlichen natürlich. Ich finde es mega wertvoll, dass Mobiliar das Atelier de Futur organisiert hat. Und so können all die Kinder, die sonst vielleicht nicht so viel bis jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun hatten, Kontakt mit dem Thema. Ich glaube, sie konnten sehr, sehr viel mitnehmen aus dieser Woche. Dass man einfach ein bisschen auf die Natur selten Sorge hat und dass wir einfach, also wir in unserem Alter einfach das später für die Zukunft von unserer Erde müssen sorgen. Der Lager hat mich nochmal so drin bestärkt oder so nochmal so ein bisschen den Gutglauben an die Welt führen gebracht. So von wegen, es ist doch möglich, etwas zu erreichen, auch wenn man nur ein kleiner Schüler ist, der irgendwo in St. Gallen hockt.